Und damit herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen Encods und A Ship. Wir haben folgende Schiffsaufstellung. Bei Encods haben wir eine Patrie, eine Brisbane, Stalingrad, Minotaur, Haragumo, eine Lucian und eine Gdansk. Auf der anderen Seite bei A Ship haben wir eine Vermont, eine Clausewitz, DM Moskwa, Doppel Moskwa, Shimakaze und eine Marceau. So. Dann gehen wir mal zu A Ship rüber, schauen, wie sich die Kollegen hier aufstellen. Wir sehen, die Shima fährt ins Home Cap zusammen mit der Vermont, also zumindest in die Richtung. Und es sieht so aus, als spielt Ship für A. Und zwar relativ aggressiv. Sie versuchen, einen Early Cap zu kriegen mit der Marceau. Denke ich, wird nicht funktionieren. Das Problem heißt Gdansk und ist auf dem Weg zu ihm. Weil bis er das Cap bekommt, ist die Gdansk in Radarreichweite und kann ihn resetten. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Man muss so ein bisschen die Schiffe kennen und wissen, was geht. Die Gdansk ist auch sehr, sehr schnelles Schiff. Und mit 10 Kilometer Radar, ihr seht, wie sich das Radar bewegt. Und er ist gleich dran. Ja, und ich denke, das wird Encods auch auf dem Schirm haben, dass sie vielleicht versuchen, mit der Marceau ein Early Cap zu machen. Und deswegen fährt die Gdansk auch relativ aggressiv für ein mögliches Radar auf diese Position. Er smoked sich auch schon mal. Man sieht, das Fenster wird relativ klein. Die Stalingrad fährt auch hinterher. Das heißt, da kommen auf jeden Fall ein paar Shots. Dieser Smoke ist eigentlich ein Zeichen für die Marceau jetzt abzubrechen. Weil wenn ich den Smoke hier sehe, weiß ich, ist ein Radar in Range. Und er tastet das Cap kurz an. Ja, okay. Das passt. Das ist richtig so. Er weiß, dass er es nicht gekriegt hat. Also, ich war schon ein bisschen nervös. Sie spielen eine Radarmino alleine auf B. Ja, okay, das kann funktionieren. Bei dem Setup sogar relativ gut, glaube ich. Weil er alles outspottet. Die Marceau fährt wieder rein. Also, wenn er hier an der Insel ist, ist er gefangen. Dann kommt er da lebend nicht mehr raus. Jetzt ist er spottet. Lushun böllert ordentlich. Haragumo böllert auch ordentlich. Ja, und der sitzt jetzt hier in einem stabilen Crossfire drin. Also, dieser Early Cap kann funktionieren. Die Lushun wird ihn jetzt auch perma-spotten mit dem Radar. Ist halt offen, weil er geschossen hat. Wahrscheinlich von der Moskwa. Da kommt jetzt ein Radar von der DM. Okay. Aber hier die Haragumo nimmt auch gut Schaden. Die Haragumo. Ja. Sollte da auch ein bisschen aufpassen. Shima hat das Cap geholt und fährt jetzt in die Mitte. Auch interessanter Move. Ja, versucht hier vielleicht ein bisschen Druck aufzubauen. Das Problem ist halt, er weiß, was er hier hat. Das heißt, er hat sehr viel Radar und jeder DD wird ihn gun-technisch outtraden. Das ist natürlich könnte ein Problem für ihn sein. Ja, die Moskwa ist halt relativ offen, kann gut gefarmt werden. Was so ein bisschen komisch ist, dass der Smoke nicht zusammenfährt. Also, die haben die Haragumo wegen dem Smoke Train gepackt. Ne? Ihr seht, es ist eine Leggy Haru. Ja? Also, hier seht es hier auch nochmal. Und er gunnt jetzt so ein bisschen. Ja, sie wollen halt die Marceau killen. Die Torps sehen auch sehr gut aus. Die Frage ist, kommt die Marceau da jetzt noch lebend rauskommt. Er ist halt noch im Hydro. Das war jetzt so ein bisschen die letzte Chance, um rauszukommen. Also, Worst Case ist. Sie verlieren die Marceau und Encods kriegt das Cap und danach sieht es aktuell auch aus. Ja. Also der Move war schon von vornherein zum Tode verurteilt. Die Torpedos sehen gar nicht so bad aus, aber der hat Hydro an. Die Lücke ist groß genug. Also ja, das wird man ohne weiteres dodgen können, ohne Probleme, denke ich mal. Und die Haru. Smoked, farmt jetzt die Moskwa, die jetzt nochmal ein Radar zieht, weil sie zu ist. Das Radar bringt ihm halt nichts. Er ist zu, das heißt, theoretisch kann er auf nichts schießen. Ja. Und die Frage ist halt jetzt, wie er Ship
hier versuchen wird, dieses A-Cap zu holen, weil die Radamino wird die Shimakaze weghalten. Das BB ist. Sie haben halt das falsche BB für das, was sie spielen wollen. Ich denke mal, dass das BB jetzt versucht, hier reinzufahren, aber die Shots auf die Mino könnten unangenehm werden. Wenn die Salve gut trifft, ist die Mino. Trip. abgeholt. So viel dazu. Weißer Balken-Enjoyer, würde Mike jetzt sagen. Yep. Guter Shot von der Vermont. Da war die Mino ein bisschen zu greedy. Frage ist, war die Vermont vorher spotted? Und jetzt ist halt die B-Flanke frei. Und da kann die Schiene jetzt cappen. Und hier müssen sie eigentlich dafür sorgen, dass sie keine Schiffe mehr verlieren. Zum einen. Und dass sie den Gegner hier binden. Oder auch ein bisschen ihre Schiffe verlegen. Clausewitz ist auch ein interessanter Pick. Ist halt, der wird halt vom Smoke Train einfach nur abgefarmt. Und da kommt das nächste Radar. Es ist halt die Frage, was bringt dieses Radar? Dieses Radar hat eine Lechun im drin, dass die jetzt vielleicht eine Salve bekommt. Oder auch nicht. Also ich denke, der Fokus sollte jetzt sein, dieses B-Cap zu holen und dann C und B zu verteidigen. Und da muss man sich jetzt auch umpositionieren. Ja, ich würde hier vielleicht die Schiffe schon lassen, dass wenn der Gegner rüberschiebt oder Gegendruck aufzeugen. Ja? Man weiß jetzt, wenn ich das B-Cap habe, wird der Gegner moven müssen, weil ich dann wieder den Cap-Vorteil habe. Und dann kann ich Druck aufbauen. Ja, das ist dann die nächste Idee vielleicht. Die DM steht hier schon sehr, sehr aggressiv offen. Also da muss man ein bisschen Geduld haben jetzt einfach. Warten, bis die Shima da ist, bis sie das capt. Natürlich wird die Shima gegen die Gdansk sehr viel Spaß haben. Das wird das Problem sein. Die Gdansk hat auch noch ein paar Radars drin und overall wird die Gdansk die Shima auch killen. Und deswegen sollte vielleicht jetzt der Gegendruck kommen auf der anderen Seite. Aber sie lassen sich halt hier von zwei DDs und einem Semi-Smoke-Train binden. Klar ist hier noch eine Stalingrad, aber ich könnte ja mal versuchen, hier rein zu moven. Gut, die Patrice ist jetzt auch rübergeschoben. Das heißt, jetzt haben sie BB gegen BB. Also und DD gegen DD, theoretisch. Das nächste Radar von der Gdansk ist gleich ready. Wenn ich die Schima wäre, würde ich maximal passiv fahren. Kommen Cross-Shots. Also, sie haben halt vier Schiffe, die hier erstmal gar nichts tun. Ja, die können auf nichts schießen. Moskwa schiebt jetzt rein. Alleine. Also, wenn dann kompletter Push. Aber Moskwa Open Water. Ich wäre halt ein bisschen im Inselschatten gefahren. Vermont gegen Patrie würde ich auch eher nicht so auf die Vermont setzen, overall. Also es wird schwierig. Ja, sie haben jetzt auch ihre Moskau verloren. Das war halt jetzt auch relativ schwierig. Clausewitz ist halt jetzt committed und wird halt jetzt gefarmt. Also ich finde es krass, ne? Die spielen Brisbane Open Water. Und die Brisbane wird nicht gepunished dafür. Also es ist interessant. Ja, es ist halt kein. Also vom Setup hier denke ich nicht, dass die Shima und die Vermont das gewinnen können. Dazu ist die Patrie zu stark und die Gdansk auch zu stark, weil die Gdansk wird ihn nämlich jetzt farmen mit der Patrie zusammen. Und ich würde mich lieber zur Patrie winkeln. Vielleicht kriegt er einen Shot auf die Stalingrad. Ne, die Stalingrad muss da ein bisschen aufpassen. Er fährt jetzt auch wieder vor. Hat es im Blick gehabt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Die DM fährt jetzt an die Insel ran. Ist mir ein bisschen zu Open Water. Sollte vielleicht gucken, dass er hier rankommt. Weil da kann die Patrie auch mal was rüberschicken. Clausewitz schiebt jetzt hoch. Also sie wollen halt diese Schun killen. Ja. Bei mir geht so ein bisschen der Fokus-Damage ab. Und die Gdansk darf das jetzt aktuell recappen. Das ist auch belastend. Und da kommen die Gdansk-Torps und Torpen die Vermont raus. Ja, sieht aktuell nicht so gut aus für a Ship. Da kommen aber nochmal Shima-Torps. Und wenn da einer connect, könnte es ganz gut sein. Ja.
Aber trotzdem, der Gun-DPM von der Shima reicht halt nicht, um die Gdansk zu killen. Also ich denke, das hat Enkots im Sack. Die DM versucht jetzt nochmal drauf zu fahren. Aber wie soll ich schon sagen, die Hindenburg, aber die Klausitz ist auch raus. Ah, die Lushun geht halt jetzt auch raus. Also das ist halt das, was ich gesagt habe. Man sollte halt versuchen, vielleicht hier zu fahren und gleichzeitig hier zu fahren. Aber hier sind halt sehr viele Torps unterwegs. Und man hat hier einen Radar ready. Und fährt jetzt in den Crossfire rein. Und damit gehen hier zwei Schiffe raus. Also die Torps hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen auf dem Schirm gehabt, wenn ich die Moskwa gewesen, die DM gewesen wäre. Aber wie gesagt, also die Shimakaze wird hier nicht mehr allzu viel holen. Und das ist in 2 Minuten vorbei. Ich denke auch, ja, er gibt jetzt auch auf, schießt ins Wasser. Das Problem ist nur, er ist halt hinterm Smoke und deswegen geht er nicht auf. Ja, und das war Game Nummer 1. Ja. Hat Encods entspannt und ich sag mal relativ fehlerfrei über die Bühne gebracht. Ship ist nicht wirklich was eingefallen, habe ich so das Gefühl gehabt. Die haben halt gesagt, wir picken mal Schiffe und schauen, was passiert. So eine richtige Taktik habe ich nicht gesehen. Man muss sagen, der Shot von der Ding war halt gut, der Vermont-Shot, weil der hat die Seite geöffnet. Da hätte man mehr rausziehen können, wenn man das da ein bisschen cleverer gespielt hätte. Aber man hat halt auch viel freie Fläche überqueren müssen und das war so ein bisschen das Problem. Die Schiffe haben vorher sehr viel HP verloren und dann kannst du halt auch einen geschlossenen Push nicht mehr ansetzen. Es war aber auch interessant, sie haben halt eigentlich nur gegen Haragumo im Smoke gespielt, dann aber die Crossshots wahrscheinlich von der Stalingrad waren auch nicht gerade schlecht, denke ich, in der einen oder anderen Situation. Aber wie gesagt, herzlichen Glückwunsch an Encods, Game 1 gewonnen und wir freuen uns auf Game Nummer 2.